Hallo und herzlich willkommen zum Video Züge und mehr im Hunsrück und auf dem Pünderecher Hangviadukt an der romantischen Mosel. Ganz besonders liebe Grüße gehen mit diesem Video an eine ins Schwabenland emigrierte Moselanerin. Wenn ich Zeit habe, stelle ich mein Navi gern auf die kürzeste Strecke ein. Dabei komme ich dann des Öfteren über solche Sträßchen wie auf den ersten beiden Bildern. Manchmal sind es jedoch auch Kuriositäten, wie dieser Bahnübergang in Hirschfeld Bahnhof. Er gehört zur Hunsrück-Querbahn, einer etwa 110 Kilometer langen Strecke von Langenlohnsheim über Simmern nach Hermeskeil. Eine Wiederinbetriebnahme wurde mehrfach geplant, bisher jedoch nicht realisiert. Interessant wäre eine Wiederinbetriebnahme unter anderem deshalb, weil der Flughafen Frankfurt-Hahn direkt an der Strecke liegt. Da jedoch mittlerweile die B50 sehr gut ausgebaut ist, ist der Transport mit Bussen etwa 30 Minuten schneller, als der Transport mit der Bahn möglich wäre. Von daher ist eine Wiederinbetriebnahme in nächster Zeit doch relativ unwahrscheinlich. Der hier zu sehende Streckenabschnitt wurde für Touristikfahrten am Wochenende zum letzten Mal im Jahr 2014 befahren. Man wundert sich manchmal, wie schnell die Natur sich ihr Terrain zurückholt. Der Pünderecher Hangviadukt, der aus dieser Perspektive aussieht wie die Paradestrecke einer Modellbahn, ist mit 786 Metern Länge der längste Hangviadukt Deutschlands. Er wurde in den Jahren 1877 bis 1880 erbaut und kostete damals 460.000 Mark. Laut einer bei Bauarbeiten gefundenen Urkunde aus dem Jahr 1880 entsprach die Bausumme damals etwa 92.000 Flaschen guten Moselweines. Das Viadukt hat 92 Bögen mit einer Spannweite von jeweils 7,20 Meter. Die Pfeiler sind 1,30 Meter stark und sind recht tief gegründet, da der Baugrund relativ instabil ist. Dass der Hang auch heute noch öfter arbeitet, sieht man am ehesten oberhalb des Prinzenkopftunnels. Hier sind aus Schutz vor Steinschlag stabile Fangnetze angebracht.
Nun hieß es Fährmann hol über. Für 3,50 Euro ersparte ich mir die Fahrt zur nächsten Brücke. Um nun die Welt nicht nur von unten zu sehen, entschloss ich mich, diesen als Wanderweg gekennzeichneten Pfad gemsenhaft zu erklimmen. Nun gut, gemsenhaft war es nicht gerade, aber der Name des Tieres mit dem Rüssel fällt mir gerade nicht ein. Tja, und kaum war ich oben angekommen, erschien auch schon der erste Zug. Von daher bitte ich, die doch recht lauten Atemgeräusche im ersten Clip zu entschuldigen.